dann gucken wir doch mal. Wir wollten jetzt den anderen Hut noch bauen. Hut. Wo ist der Weihnachtshut? Weihnachtshut oder Winterhut. Braucht noch 4 Spinnenseide. So, und Wilson hat mal wieder Hunger. Da werden noch ganz viele Samen. Oh, der Kleine hat auch Hunger. Magst du gebratene Samen? Ja, magst du. Sehr gut. So, Wilson ist fast voll. Das Fleisch können wir auch noch mal verkochen. Mögt ihr vielleicht nur gekochtes Fleisch? Nö, auch nicht. Das sind strikte Vegetarier. Na gut. Wir wollen den Hut bauen. Winterhut. Der sieht doch mal albern aus. Oh, feier. Wow. Es schneit. Cool. Okay. Und was macht jetzt der Schnee? Ist das nur Deko? Also es könnte nur eine rein optische Sache sein. Was jetzt mies wäre, wenn unsere ganzen Pflanzen nicht mehr wachsen würden, weil überall Schnee liegt. Wenn ich das ablege, ist er wieder weg. Wow. Also ist Wilson mit dem Hut auf einem ganz schlechten Trip und sieht überall Schneeflocken. Das ist ja auch nicht schlecht. Der kommt mit in die Kiste. Gibt schon echt skurrile Sachen hier. So, du da rein. Und rasieren können wir uns auch nochmal kurz. So. So, es dauert schön lange. Da kommt gut was raus. Sehr gut. 1, 2, 3. Haben wir dafür irgendwo schon Platz? Nö. Du kannst damit zu. Möchtet ihr den Raben? Nö. Möchtet ihr die Haare? Nö. Federn? Nö. Mögt ihr Bienenwaben? Oh, könnten wir ihn geben. Aber das würde ich ungern verballern. Wir brauchen ja immer noch die Bienen. Gras holen wollen sie bestimmt nicht. Wollt ihr rasiert werden? Nö. Spinnseide? Nö. Wolle? Nö. Die Falle garantiert nicht. Zähne. Nö. Stacheln? Nö. Gutes Fleisch. Nö. Nö, die Jungs müssen wohl einfach so eine Weile hinter uns herlaufen und irgendwann werden sie entweder groß oder machen irgendwas Besonderes. Also gehe ich mal von aus, es wäre albern, wenn wir jetzt tagelang die Tiere ausbrüten und sie bringen einem nichts. So, Samen kommt mit, Gras kommt mit. Und wir könnten mal wieder die Schweine angehen. Ich will aber nicht... Was? Warum guckst du so komisch? Also ja, wir könnten eigentlich die Schweine angehen, aber ich habe keine Lust, schon wieder einen von denen zu verlieren. Und die haben ganz schön häufig Hunger. Also Speer wieder weg. Wo läufst du hin? Hey, 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 hey. Bleib schön hier. Mann, 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 die sind viel zu neugierig. So, du kriegst einen. Du kriegst einen. So. Jetzt gehen wir weg von dem Schwein, weil die scheinen anscheinend das Schwein angreifen zu wollen. Das ist keine gute Idee. Und wir haben schon gleich wieder Abend. Mensch, Mensch, Mensch. Sammeln wir schnell noch ein bisschen Dünger. Oh, und wir können mal testen, ob anderer Boden mehr Brennwert hat oder nicht. So. Und ob die irgendwie stapelbar sind, aber gehe ich mal nicht von aus. Also gibt es dann 3 oder 4 verschiedene Sorten. Das helle Gras, das dunkle Gras, dieses heuartige Gras und den Sumpf. Ich denke, wenn ich das mal den Steinboden ausheben kann. Savannah-Turf. Okay. Kommt alles mit. Also ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, Feuermaterial zu bekommen. Vor allem in den ersten Tagen, wo man sein Holz ja für andere Sachen braucht. Ist nur die Frage, ob man das mit der goldenen Schaufel kann oder auch schon mit der ersten Schaufel. So, mehr davon. Stapelbar sind die bis 10. Okay. Und in der nächsten Nacht nehmen wir einfach mal 2 Stück davon und gucken, ob die 2 Stück reichen. Normalerweise brauchen wir 3 Stück Kohle oder 3 Stück Dünger, um durch die Nacht zu kommen. Vielleicht reichen aber 2 von diesen Sohlen. So, die 10 kommen dann wieder hier hin. Und die 2 verfeuern wir gleich. Der Hammer kann...
da in die Kiste. Das kann gegessen werden, das kann gegessen werden, das kann gegessen werden. Kommt es mir nur so vor, oder ist Wilson jetzt langsamer? Vorher konnte man ja richtig hier drauf prügeln und das ging alles ganz schnell in den Magen rein. Jetzt muss man anscheinend warten, bis er aufgegessen hat. Hm, okay. Ja, es wird dunkel. Zweimal das rein. Ja, sieht nicht wirklich beeindruckend aus. Also nehmen wir jetzt drei Stück. Ja, so sieht das Feuer auch aus, wenn wir drei Stück Kohle oder drei Stück Dünger reinschmeißen. Hm, hat also anscheinend den gleichen Brennwert. Ist aber wesentlich schneller zu bekommen, muss man schon zugeben. Auch wenn es denn recht schnell recht kahl aussieht alles. Dünger haben wir fünf Stück. Das heißt, morgen können wir noch eine neue davon bauen. Auch wenn so Turbo das gar nicht ist. Aber ja, doch. Einigermaßen schnell ist es. Das kommt da rein. Die Steine behalten wir erstmal noch im Inventar. Damit wir morgen die nächste Farm bauen können. Die Spinnenseide kann zurück. Da rein, genau. Falle bleibt schön da. Und ach, die werden nur wach, wenn man nicht in deren Nähe ist. Oh, ist ja süß. Dann schlaf mal wieder ein. Wir bleiben jetzt einfach hier stehen und... Nee, den Samen verkaufen wir nicht. Die brauchen wir zum Füttern. Nee. Das ist schon echt doof, dass die so einseitig nur ernährbar sind. Deswegen ist es in Anführungszeichen vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass der andere gestorben ist. Sonst hätten wir nicht genug Samen zum Befüttern. Oh, ich habe gerade was gehört. War das ein Vogel? Ja, ich glaube schon. Forschungsmaschine. Wir können jetzt mal kurz testen, wie es mit dem Gras und den Seilen aussieht. Wir sind bei 213. 216. Also, ein Gras bringt drei Forschungspunkte. Das heißt, ein Seil müsste 9 Forschungspunkte bringen. Wenn es jetzt ähnlich ist wie bei den Brettern, dann werden es 12. Also hätten wir dann einen Bonus von 3. Wow. Das ist viel mehr. Es waren 16. Also 27. 27 ist definitiv mehr als 9. Jo. Also so könnte man auch recht schnell wieder an Forschungspunkte rankommen. Gut zu wissen. Was haben wir jetzt noch, was wir erforschen wollen? Den Spinnenhut. Der hörte sich auch noch sehr interessant an. Spinnenhut, genau. 200 Forschungspunkte. Dafür brauchen wir einen Strohhut, ein Ei und 4 Spinnenfleisch. Das kriegen wir hin. Erstmal ein Strohhut. Ein Spinnenei. Und noch 3 Monsterfleisch. Das kriegen wir hin. Aber nicht mit den Jungs. Das heißt, wir müssten es irgendwie hinbekommen, dass die Jungs hier bleiben. Das weiß ich aber nicht wie. Können wir hier Samen hinschmeißen und dann laufen die dahin und wir laufen weg? Nee, das klappt so nicht. Die fressen das ganz, ganz schnell und sind dann weg. Na gut, dann schmeiß ich mal noch was hin. Der hat anscheinend Hunger gehabt. Okay, ich probiere jetzt mal einfach immer welche auf den Boden zu schmeißen. In der Hoffnung, dass irgendwann keiner sich mehr Essen nimmt und ich daran sehen kann, dass sie satt sind. Der hat sich das einfach so schon geklaut. Na, hat noch einer von euch Hunger? Nö, jetzt scheinen sie also satt zu sein. Sehr gut. Das heißt, ich muss die gar nicht von Hand füttern. Ich kann es einfach so auf den Boden schmeißen. So, wir brauchen dann Spinnenfleisch. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht. Obwohl, wir können einfach mal kurz zu den Fallen hinlaufen. In der Hoffnung, dass da irgendjemand in der Nacht reingetapselt ist. Und sonst könnten wir die Kochtöpfe nochmal checken. Da schmeiße ich ja auch mal ganz gerne auf Vorrat was rein. Oh, und ein Zahn, der kann auch mit. Oh. Oh, da sind die Fallen. Nee, stimmt. Wir wollten nicht zu den Spinnen laufen. Da war was. Aber wir konnten trotzdem sehen, dass die Fallen alle nicht ausgelöst worden sind. So, du kommst mit. Du kommst mit. Und ihr werdet gleich weiterverarbeitet. So, esst ihr die Samen auch? Weil sie sind satt, ne? Jetzt ist die Frage, ob wenn sie nicht satt gewesen wären, ob sie dann die Samen aufgegessen hätten. Also die besonderen Samen. Oder ob die wirklich nur diese
Okay. Er hat sich gerade einen Samen von dem Vogel da gekrallt. Das heißt, anscheinend sind sie doch ewig hungrig für Samen, die auf dem Boden liegen. Ach ja, sie schmeißen nach und nach jede Theorie über den Haufen. Aber na gut, unsere Farm steht soweit. Wir wollten noch Dünger sammeln. Jedenfalls etwas. Einer fehlt noch. Oh, sehr schön, da ist Fleisch auf dem Boden. Zwar nicht genug, aber nicht den Büffel angreifen. So, eins, zwei Samen, sehr schön. Sind das alles noch Überreste von dem einen Wolfangriff? Ich hätte irgendwie gedacht, ich hätte das alles schon aufgehoben. Aber na gut. Umso besser. Also es fehlt nur noch ein einziges Monsterfleisch für den Spinnenhut. Auch wenn ich den Spinnenhut immer noch nicht testen kann, weil die Kleinen noch nicht so weit sind. Allgemein können wir jetzt fast nichts Gefährliches machen. Was ein wenig schade ist. Da wir ja gerade die Fleischstatue gebaut haben, den Helm haben und die Rüstung. Also ziemlich gut vorbereitet sind. Aber ja, das kommt schon alles noch. Also kein Fleisch. Kein Fleisch. Ein Fleisch. Sehr schön. Also, Forschungsmaschine. Wir hätten gerne einen Spinnhut. Tada. Das sieht übel aus. Also von der Seite ein wenig albern und von vorne. Ja, sehr schön. Spinnenei kann zu. Au, hey. Was zur Hölle? Nein, du sollst den doofen Schweinemann angreifen. Okay, also die Schweine denken jetzt, wir wären eine Spinne. Das ist nicht gut. Und das Ding ist auf 77% runter. Warum auch immer. Wenigstens ist keiner von den Jungs gestorben. Was machen wir jetzt? Also könnten wir mit dem Spinnenhut zu den Spinnen laufen und die greifen uns nicht an. Aber vielleicht greifen die Spinnen ja unsere Jungs hier an. Das wäre nicht so gut. Also kommt der Hut erstmal zu den anderen Hüten. So. Und Wilson hat Hunger. Ja, das kennen wir schon. Du schnappst dir mal die Talsohlen da. Und wirfst 1, 2, 3 da rein. Und kochst dir ein bisschen was zu essen. Das und das und das und. Genau, ich habe mich schon wieder verklickt. Ich konnte nicht abwarten, bis er fertig ist mit Essen, habe gleich das nächste gedrückt und dadurch hat er weder das eine noch das andere gegessen. So, ihr habt Hunger. Einmal ein für dich, einmal ein für dich. Und du kannst dahin zurück. Das ist voll. Du kannst dahin zurück. Kannst du eine Wollmütze aufsetzen? Nö. Magst du Gold? Nö. Oh, die Panflöte. Können wir dem was vorspielen? Oh, dadurch schlafen alle ein. Oh, mir fällt gerade was Gemeines ein. Also einmal können wir damit Vögel totschlagen. Andererseits könnten wir mitten am Tag die Panflöte spielen. Die Jungs schlafen ein und wir können uns verpieseln. Dann müssten die eigentlich genau da bleiben, wo wir sie zurücklassen. Entweder das, wo sie laufen uns panisch nach, verwirren sich und sterben irgendwo. Was natürlich nicht so schön wäre. Aber ja, das könnten wir auch noch testen. Samen, mitkommen. Und eine neue Farm hätten wir noch ganz gerne. Da. Die kann ruhig dahin. So, und raus aus dem Dunkeln. Raus aus dem Dunkeln. Du liegst da ein wenig unpassend. Komm mal weiter hierher. Nee, genau. So. Die eine Falle können wir hier noch hinstellen. Die Zähne können wir da noch einsortieren. Und morgen probieren wir den Trick aus. Also morgen früh, sobald die Jungs wach werden, schläfern wir sie gleich wieder ein. Schnappen uns den Spinnenhut, den können wir jetzt schon mal wieder ins Inventar nehmen. Schnappen uns den Spinnenhut und laufen zu dem Spinnennest. Wenn denn Spinnen da sind, gucken wir, wie die sich verhalten. Und wenn keine da sind, stupsen wir vor allem dagegen. Und dann schauen wir, ob die uns angreifen oder ob die uns folgen. Wenn sie uns folgen, könnten wir damit jede Menge Unsinn anstellen. Also zum einen könnten wir alle Schweineheimer umbringen.
Und wir könnten gucken, ob wir die Spinnen, also die kleinen Spinnen, dazu bringen können, die große Riesenspinne anzugreifen. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ich bin immer noch gespannt, was die dabei hat. Wenn sie denn irgendwas dabei hat. So. Also den einen Vogel hier können wir mal umbringen. Du dahin. Zack. Und dich verkochen wir. Na, schlaf ruhig weiter. Ich koche noch ein bisschen. Spinnenei konnte da rein. So. Wie schaut es werkzeugtechnisch aus? Wir brauchen immer noch die goldene Spitzhacke, richtig? Aber dafür haben wir bei weitem nicht genug Forschungspunkte. Ja, wir sollten morgen ebenfalls ein wenig weiteres Gras sammeln, ein paar Seile draus machen und dann die Forschungspunkte wieder auf 200 bringen. Ja, so weit, so gut. Dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann, ne?